Herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Wir sind heute wieder mal hier dabei zu versuchen, diesen Computer zu hacken. Ich habe nochmal ein bisschen geguckt und ich glaube, das Problem hierbei ist auch, dass die Regeln nicht so ganz deutlich werden. Also ich habe mir jetzt schon mal eine Lösung nebenbei hingelegt, falls es gleich wieder nichts wird. Also ich werde jetzt hier nicht jetzt wieder 20, 30 Minuten versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Aber am Anfang versuchen wir es schon alleine. Denn ich glaube, man kann die Dinger auch... Nee, kann man nicht. Kann man die auch so verschieben? Es geht immer nur einer. Es geht immer nur einer. Wie kann ich das denn zurücksetzen? Wie geht es zurückzusetzen? Noch gar nicht. Ah, okay. Ah, so ging das. Okay, alles klar. Alles klar. Na gut, dann müssen wir es doch irgendwie hinkriegen. Also erstmal probier es natürlich nochmal so. Und... Aha! Wieso hat das jetzt funktioniert? Ja, doch, war klar. Genau, das hat funktioniert, weil da ja hier einer frei war. Das bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. Genau, es war ja eigentlich... dass man die hier immer abwechselnd eigentlich spielen musste. Zumindest so die Theorie, weil ansonsten blockiert man sich, so blockiert man sich aber auch schon wieder. Jetzt den da hinsetze, dann muss jetzt der darüber. Dann kann man doch den da hinsetzen. Genau, das war so mein Ansatz vom letzten Mal. Jetzt muss ich den darüber setzen, dann kann ich den da hinsetzen, den da hinsetzen, den da hinsetzen, den da hinsetzen. Moment, das ist doch jetzt eigentlich... So. Jetzt muss der ja nach rechts rüber eigentlich. Jetzt kann ich den nachziehen, den nachziehen, den nachziehen. Ja, das ist es doch jetzt eigentlich schon. Warum habe ich mich da letztes Mal so schwer mitgetan? Also ich habe jetzt wirklich nicht auf die Lösung geguckt. Ich frage mich, ob noch irgendwelche RLC-Lieferungen hier im Hafen sind. Okay, gab ja auch die Belohnung hier. Be a true Hacker. So, ja, jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir uns nochmal hier unseren Lieferschein angucken. Also warum das letzte Mal jetzt so kompliziert war? Da ist... Was ist das? Genau, da müssen wir gucken. Okay, Bra, wissen wir. Unleserlich PN23. Finden wir hier... Ah, Moment. PN... Was ist... Okay, PN ist die zweite. Das heißt, wir müssen... Ziel ist PN. Da müssen wir schon mal nachgucken. Und die ID... was war das jetzt? Ich glaube, ich habe die ID falsch eingegeben. Flugplatz. Okay. Wobei die ID wissen wir doch, die ist doch 23. Da will ich eigentlich keinen Platzhalter haben. Welcher ist denn das? Was ist da? Gut, wir wissen aber ja eigentlich die Firma. Nochmal, ich bin ja ganz super vorbereitet. Nicht. Die Firma kennen wir doch eigentlich, oder nicht? Die hatte ich doch letztes Mal nachgeguckt. Ich finde nur meinen Zettel gerade nicht wieder vom letzten Mal. Nee, weiß ich nicht. Ich hab das da hingeschrieben. Ah, da ist es. Aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer... Verdammt. Welche Spedition das war. Müssen wir nochmal gucken. Hilft ja nichts. Müssen wir nochmal nachschauen im Stadtzentrum. Einmal weiter. Da stand doch hier der LKW. Logan D. Die Spedition ihrer Wahl. Ich habe noch nie gewählt.
Logan D. So, die ist nur jetzt aufgeschrieben. Dann wieder zurück zum Hafen. Logan D. Logan D. Ja. Weder das noch das noch das noch das. Logan D. Sind auch nur diese drei Speditionen hier. Incorporated Chiang. Export. Island Express. Logan D. Logan D. Oder kann man da... Was ist das? Oder kann man da doch noch mehr raussehen? Oh, muss ich mal eben kurz ran an den Rechner. Soll man das lesen können? Ich kann es nicht lesen. Deswegen, ich habe ja hier einen tollen Mikrofonarm, da können wir dann mal ein bisschen nach vorne gehen. Tja, was könnte das denn sein? Was haben wir denn so zur Auswahl? Okay, HBK, AKW, LI, LCM, NNO, OPPN. Das finde ich ein bisschen... Was ist das? Ein bisschen ungünstig. Ist das ein P? Soll das ein P sein? Nee, ne? Kann ich das eventuell... Nee, das kann ich beim besten Willen nicht lesen. Das, die Spedition Logan D. gibt's auch nicht. Müssen wir durchprobieren dann wahrscheinlich. Ups, schon wieder falsch. Seine Kollegen. Ich... Herr, gib mir Kraft. Ups. Seine Kollegen. Ist jetzt nicht die eleganteste Variante. Aber. Pff, also, ich kann es nicht lesen. Seine Kollegen. Könnt ihr das lesen? Ich. Gib mir Kraft. Ich muss mal eben gucken. Was ist. Nee, keine Chance. Ups. Seine Kollegen. Aber scheinbar. Achso, ich muss hier noch einen Platzhalter eingeben. Nein. Okay, dann müssen wir jetzt ja gucken, ob wir hier was mit einer 23 haben. Am Anfang haben wir nicht. 23, nix. 23, hier haben wir IXDCHPN 23. Kann das denn ein CH sein? Was ist das? Kann das CH sein? Nee. Oder? Ich finde, es sieht hier mit diesem Strich nicht ganz wie ein CH aus. Suchen wir nochmal weiter. Können wir gucken, ob wir hier ein... Also ich schreibe erstmal auf, dass wir hier eins für CH haben. Das ist einmal. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig mache, ne? FO wäre auch eine Möglichkeit. HB haben wir keins. KA. Alle diese Lieferungen liefen über IXL. IXL muss der Lieferservice sein, der von der AHC genutzt wird. Okay.
Wieso KA? Wieso KA? Kahona. Okay, und wir hatten jetzt IX. Welches war's? IXL. IXL, International Express Logistik. Gut, das heißt, wir müssen jetzt einen finden, der mit IXL anfängt. Also IXL. Wow, viele dieser IXL-Lieferungen kommen aus KA. Ich frag mich, wo KA ist. Und wir haben hier aber die 23, das muss dann ja dieser hier sein. Das muss das Richtige gewesen sein. Was ist das? Ein Brief? Okay, wir haben es hingekriegt. Also, Barat hat das hier an irgendeine Eva geschickt, aber es konnte nicht zugestellt werden und wurde zurückgesendet. Aber in der Zeit hatte Barat seine komische Lagerhalle schon dicht gemacht und sich vorbereitet, die Stadt zu verlassen. Also wurde das hier hin und her geschickt und blieb am Ende hier im Hafen. Mal schauen, was drin ist. Eva, es ist nicht viel Zeit, also fasse ich mich kurz. Wie ich dir in meinem letzten Brief schon schrieb, kommt mein Einsatz nun zu seinem Ende. Es war nicht leicht, aber du musst wissen, dass ich das alles für dich getan habe. Jetzt endlich können wir eine Familie sein. Ich habe einen letzten Scheck beigelegt, der sollte dafür reichen, dass du und die Kleinen sich keine Sorgen mehr über Geld machen müssen. Gott ist mein Zeuge. Ich war nie ein perfekter Vater. Aber das ist wenigstens die Gelegenheit, für mich etwas wieder gut zu machen. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen, dein Vater. Okay. Interessant. Ein Brief an eine. Hier ist ein Scheck über Lecco Mio. Das sind eine Menge Simoleons. Können wir hier vielleicht auf den Scheck noch klicken? Geht das? Nee. Okay, aber okay, viel Geld. Das wird ihn doch sicherlich reizen, oder? Wir gehen nochmal zum Segelhafen. Zum Segelhafen. Segelhafen. Ja, diese Farbgebung hier ist so klasse. Der Brief. Wo ist der Brief? Da ist der Brief. Ich überlege mir lieber irgendeinen Plan, bevor ich ihm das hier einfach zeige. Okay. Okay, den Plan. Plan hat Halliwell. Halliwell war hier im Stadtzentrum. Mal gucken. Vielleicht können wir mit ihrem Plan aushacken. Zeigen ihr einfach mal den Brief. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ach, das interessiert sie ja scheinbar doch. Ich habe diesen Brief hier gefunden. Er ist an Dominic Barad adressiert, aber er wurde zurückgestellt. Barad hat ihn eigentlich an seine Tochter geschrieben. Unbekannt verzogen. Eva ist umgezogen und hat ihm die Adresse nicht mitgeteilt? Ich vermute, sie hat beschlossen, dass sie Fatis schmutziges Geld nicht mehr will. Sie hat Stil. Das gefällt mir. Gut gemacht, Harper. Also, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Aber behalt ihn. Irgendwie wird er uns weiterhelfen. Ich habe Patrick Rancho unten im Yachthafen gesehen. Rancho, der Chef der RHC. Gut gemacht, Harper. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist, aber er ist gewieft. Ich kriege kein Wort aus ihm raus. Er bereitet sich darauf vor, die Stadt zu verlassen. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig, Harper. Wir brauchen einen Plan. Fällt dir was ein? Mir fällt absolut nichts ein, wie wir Renshaw zum Reden bringen sollten. Rancho ist ein Meister der Täuschung. Es wird sicher nicht leicht sein, etwas aus ihm herauszukitzeln. Aber uns muss etwas einfallen. Tja.
Uns muss etwas Bis später. Einfallen. Bis dann, Harper. Der alte Mann da vorne hatte uns ja schon mal geholfen, aber wir haben uns alle schon geholfen. Müssen wir halt nochmal alle abklappern. Wir haben ge... Oh, du bist's. Wie läuft's mit dem Café Null? Ich hab's geschafft. War ziemlich schwierig, aber ich konnte die Fotos entwickeln. Sehr cool, Bro. Danke für deine Hilfe. Kein Ding, Bro. Wie läuft's, alter Mann? Naja, die NSA hat mich noch nicht gekriegt. Schwacher Trost, hä? Tja, okay, mit dem können wir auch nichts mehr machen. Ich glaube, das ist jetzt echt das Einfachste, hier nochmal mit allen zu quasseln. Obwohl, mit dem Professor hätte man vielleicht reden können. Entschuldigung. Was? Okay, das ist neu. Kannst du mir das Handwerk der Trickbetrügerei beibringen? Du als Trickbetrüger? Das will ich sehen. Dann bring's mir bei. Ich muss wirklich dringend ein paar Informationen aus einem Kerl rauskriegen. Okay. Du brauchst ein Druckmittel, einen guten Köder und einen geschickten Abgang. Okay. Was für eine Art von Druckmittel? Verfängliche Bilder, versaute E-Mails, eine Million nigerianischer Naira oder einfach etwas, von dem dein Opfer nicht weiß, dass du es weißt. Check. Ein Informationsvorsprung. Lass die Zielperson im Glauben, dass du etwas hast, was sie will. Was, wenn ich kein Druckmittel habe? Such so lange weiter, bis du etwas findest. Okay, Druckmittel müssten wir haben. Was verstehst du unter Köder? Spiele mit den Emotionen des Opfers. Angst, Gier, Eitelkeit. Ich kann diese Fotos verschwinden lassen. Ich kann dich reich machen. Ich habe das, was du willst. Was ist der Abgang? Das ist der leichte Teil. Sieh zu, dass du vom Opfer bekommst, was du brauchst, bevor es merkt, dass du es reinlegst. Lass es im Glauben, es würde alles bekommen, was es will. Dann mach einen geschickten Abgang. Druckmittel, Köder und geschickter Abgang. Hast du es begriffen? Haken, Leine, Senkgewicht. Nein, nein, nein. Druckmittel, Köder, Abgang. Oh Mann, du solltest wirklich darüber nachdenken, dir eine Komplizin zu besorgen. Eine Komplizin? Die Leute neigen dazu, einem hübschen Gesicht zu vertrauen. Dem hässlichen alten Bruder von Marty McFly vertraut niemand. Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Okay, eine Komplizin. Gut, wir haben eigentlich jetzt nicht so viele Frauen. Halliwell. Denn Druckmittelköder müssten wir schon haben. Und das ist dann der Abgang. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Wir haben hier den Brief und wir haben hier die Fotos. Ich weiß, wie wir Rancho zum Reden kriegen. Wirklich? Wie denn? Ein Ausgang, ein Abgesang, nein. Druckmittel, Köder, Abgang. Wir brauchen ein Druckmittel, einen Köder und einen geschickten Abgang. Wie kommst du jetzt da drauf? So funktionieren Trickbetrügereien. Das weiß doch jeder. Wer hat dir denn diese Taschenspielertricks beigebracht? Ein guter Reporter gibt niemals seine Quellen preis. Aber ich brauche eine Komplizin. Können wir uns gemeinsam mit Rancho treffen? Ja klar, aber haben wir irgendeine Art Druckmittel? Ja, wir haben das RHC oder den Brief. Eigentlich haben wir den Brief. Wir haben seinen Brief. Okay, gut. Was machen wir damit? Der könnte als Druckmittel funktionieren. Wir gehen zu ihm. Alles klar. Oh, okay. Also, wie gehen wir das jetzt an? Sind wir drohen, den Brief zu zerstören? Wir sollten den Brief anbieten. Nee, ich glaube eher anbieten, oder? Ich meine, da ist ja eine Menge Geld drin. Zerstören ist ja Blödsinn. Wir sollten Barat den Brief anbieten. Warum sollte er den wollen?
Was beweist er schon? Ich denke, er beweist, dass seine Tochter den Brief nie bekommen hat. Denkst du, wir sollten ihm sagen, dass Eva weggezogen ist? Was, wenn wir behaupten, wir wüssten, wo seine Tochter ist? Ja. Und wenn er nicht redet, wird er sie nie wiederfinden. Das ist perfekt. Okay, lass es uns versuchen. Hey, Bora, ich habe hier eine Nachricht von Eva. Eva? Moment mal. Du schon wieder. Verschwinde und nimm dieses Mädchen gleich mit. Klar, wir können gehen. Sie wollen sicher nicht wissen, wohin Eva verschwunden ist. Eva ist verschwunden? Ja, wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten, aber ich glaube, den Spaß hier gönnen wir uns jetzt noch. Sachte, sachte oder zerreiß ihn. Oder wir machen es beim nächsten Mal. Wir machen es beim nächsten Mal. Komm, wir machen es beim nächsten Mal in Ruhe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Sorry.